Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin. Heute veredeln wir ein paar Makrelen. Und das Ganze machen wir hier in so einem richtig schönen alten Schrank. Auf volle Kanne im Rauch. So, ich sehe mal wieder nichts. Und das ist ein ganz einfaches Rezept. Wie das geht, seht ihr jetzt in der neuen Folge von Schwagers Barbecue. Viel Spaß beim Zuschauen. So, liebe Leute, wir stehen hier vor einem ziemlich alten Räucherschrank und den haben wir bis jetzt immer zum Kalträuchern benutzt. Das Ding ist schon gute 25, 30 Jahre her. Das haben das haben wir geerbt übrigens. Und das ist ganz normal aufgebaut, wie man es so kennt, mit einer Wanne, wo drin Feuer gemacht wird. Eventuell dann auch so ein bisschen Mehl hier. Das waren unsere früheren alten Versuche. Hier drin ist ein Blech, nochmal als Trennung mit Löchern. So kann der ganze Rauch nach oben steigen, bis hier oben hin, wo man auch mit dem Schieber eventuell dann das Ganze regulieren kann. Wie gesagt, wir haben bis jetzt nur kalt geräuchert hier drin. Wir wollen jetzt mal ein bisschen uns was ranwagen. Und zwar, wir wollen gucken, wie sich der Schrank in der Temperatur verhält. Wir haben jetzt Buchenholz und Apfelholz vorbereitet, alles schön trocken und ziemlich klein gehackt. Das machen wir jetzt hier einfach drin, zünden das an und gucken, wie die Temperatur steigt und wie viel wir davon hier reinschmeißen müssen oder auch nicht. So, machen wir das einfach. So, während das Feuer so vor sich hin brennt, gönnt man sich den einen oder anderen Schluck Glühwein, weil es ordentlich kalt ist. Aber zurück zum Thema. Wir packen jetzt noch so zwei, drei Scheite nochmal drauf. Schieben das Ganze rein und lassen es auf Temperatur kommen. Hier ist überall Lüftung vorhanden. So, man sieht hier leicht durch, wie die Flammen durchsteigen. Wir wollen gucken, wie sich die Temperatur entwickelt. Wir haben einen Fühler oben am Auslass quasi gemacht und einen werden wir jetzt hier mittig positionieren. Und dann schauen wir mal einfach, wie sich die Temperatur verhält. Und in der Zeit bereiten wir unsere Makrelen vor. So Leute, es sind keine 10 Minuten um und ja, das, was wir momentan machen, ist die Testphase. Wir wollen einfach mal gucken, wie dieses Gerät ja, mit der Temperatur klarkommt. Und jetzt pendelt sich die Temperatur so auf 92, 94 Grad ein. Je nachdem, es ist momentan immer mal wieder ein bisschen stürmisch, wie der Wind reinpustet. Aber ich denke mal, fürs Erste sind wir damit total zufrieden. Wir werden jetzt nach und nach immer noch ein bisschen Holz nachlegen und geben dem einfach noch ein bisschen, um dieses Raucharoma wieder aufzunehmen. Stand jetzt lange Zeit ja unbenutzt und wir machen jetzt weiter mit den Makrelen. So, die Makrelen sind bereits seit 5 Stunden mariniert. Die sehen auch schon so aus, aber was haben wir vorher gemacht? Wir haben diese kleinen, wunderschönen Makrelen genommen und wir haben Salz, Meeressalz, Petersilie und Dill genommen, klein gehackt und hier schön in die in den Bauchbereich reingestopft. Das war vor genau 5 Minuten. Vor 5 Stunden war das. War heute Mittag. Das streichen wir jetzt alles schön raus und spießen die auf unseren Spießen hier auch. Das machen wir wie folgt. Aber mit dem Haken durch die Schnauze. Kommen wieder raus. Und dann gehen wir in die Mittelgräte rein. Damit, wenn das Fleisch dann beim Räuchern weicher wird, damit der Fisch trotzdem nicht runterrutscht vom Haken oder nicht abreißt. So, und so machen wir das jetzt weiter und dann kommen die guten Dinger bei 70, 80 Grad dann in den Schrank rein. So, die Makrelen sind vorbereitet, der Schrank ist auf Temperatur und die können jetzt eingehangen werden. Wir haben hier oben, ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich eher nicht, wir haben hier ein Gitterrost vorbereitet und dadurch können wir jetzt einfach ganz viele Fische hintereinander, nebeneinander, in gleichmäßigen Abständen reinhängen auf die Haken. Und so werden die weiter geräuchert. Ist natürlich dumm, am Anfang die aufzustapeln. Man müsste weiter hinten anfangen, sonst verbaut man sich den eigenen Weg. Der Rauch sticht in die Augen. Aber so machen wir jetzt die ganze Zeit weiter, bis alle Fische drin sind. Und dann sehen wir uns wieder. So, unsere Makrelen haben im Rauch Platz genommen. Und damit die so ein richtig schönes Aroma abbekommen, räuchern wir nicht nur mit Buche, was das klassische Räucherholz ist, sondern wir haben uns hier auch schon ein paar schöne Apfelholzsplitter vorbereitet. Und die legen wir jetzt mal gemeinsam auf. Buche und Apfelholz sind
prädestiniert für Fisch. Jetzt benutzen wir mal lieber einen Handschuh, weil hier unten ist nicht mehr viel an Glut, aber das macht überhaupt gar nichts, das fängt gleich wieder an. Einfach jetzt hier wieder aufstapeln, ein bisschen die Asche abschlagen. Anfangs wird es ein bisschen mehr rauchen, aber ihr seht, es ist Winter, von daher, das geht ruckzuck. Und dann haben wir hier wieder ein kleines Feuerchen brennen. Ein, zwei Stücke Buche noch dazu. Und mehr sollte es auch gar nicht sein. Lieber mal peu à peu mehr Holz nachlegen, beizeiten, als zu einem zu großes Feuer. Denn dann würde ja, der Fisch trocken werden und wir wollen einen schönen, saftigen, gut geräucherten Fisch haben. So, ab dafür. Jetzt zu Anfang lassen wir die Klappe noch ein bisschen auf, dass hier ein schöner Durchzug entsteht. Und ja, spätestens wenn das Feuer richtig brennt, die Temperatur wieder steigt, machen wir die Klappe zu und regeln oben bei der Zuluft, besser gesagt Abluft, die Temperatur ein. So, und dann sehen wir uns am Ende wieder. So Leute, unsere Makrelen haben jetzt 25 bis 30 Minuten im heißen Rauch verbracht. Heiß, genau, das bedeutet, wir haben jetzt die Temperatur ungefähr auf 100, 105, 110 Grad gehalten, um einfach eventuelle ja, bakterielle Rückstände abzutöten. Und jetzt, auch wenn die Makrelen die ganze Zeit schon so ein Apfel- und Buchenaroma abbekommen haben, beginnt das eigentliche Räuchern. Und da haben wir hier schöne Buchenspäne. Und die nutzen wir jetzt, um das, ja, um die Glut, um das restliche Feuer abzulöschen. Und dann zeigen wir euch jetzt erstmal, wie das funktioniert. So, das, was ihr jetzt hier an Glut seht, das wird ausreichen, um dem Ganzen einfach, ja, die nötige Hitze zu haben. Hitze ist ein gutes Stichwort. Wir fahren jetzt ungefähr 70, 80 Grad. Das ist so die, ja, eine gute Temperatur, um Fisch zu vergolden. Und im besten Fall gelingt uns das jetzt auch. Und jetzt wollen wir mal so zwei, drei gute Handvoll nehmen und löschen damit grob die Glut ab. Es geht hier auch direkt los. So, eine geht noch. Dann machen wir vier, komm, was soll der Geiz. Und dann machen wir schnell die Klappe zu, damit der Rauch dahin kommt, wo er hinkommen soll, zum Fisch. Herrlich. Direkt steigt hier so ein richtig intensives Buchenaroma auf. So soll es sein. Und ja, wir kontrollieren jetzt ab und zu noch die Temperatur und lassen jetzt den Fisch im Buchenrauch für ungefähr 30, 45, 60 Minuten. Wir schauen mal, wann uns der Vergoldungsgrad ausreicht. So, nach einer guten Stunde sind wir nun mal so weit und holen jetzt die Makrelen raus. Beziehungsweise, wir testen mal, das qualmt immer noch wie doof. Wir haben ab und zu noch ein Stückchen Holz nachgelegt. Ich nehme mal die erste Mal, die ich so greifen kann. Boah, das ist so viel Rauch. So. Machen wir das Ding mal zu. Guck mal, hier. Schön Farbe gekriegt. Wunderbar. Hundertprozentig. Ich würde sagen, Schwager, wir testen. Komm mal ran hier. Ich habe das Ding hier schon mal abgemacht, hier den Haken. Tust du mal den Filetierer tun? Ja, ich tue mal den Filetierer tun. Wenn das denn vernünftig klappt. Ha! Oh. Ja, hoffentlich kann das die Kamera mit aufnehmen. Kann man die Haut so abziehen. Wunderbar. Herrlich. Schön aufgeklappt. Also was die Kamera hier nicht sieht, vielleicht müssen wir gleich nochmal eine Detailaufnahme machen. Es ist richtig schön saftig noch. Klasse. Hat eine tolle Rauchfarbe und jetzt, ich bin mal auf den Geschmack gespannt. Mittelgräte. Da ist er. So, ich habe hier schon Probiererle, würde Michael sagen. Ja, ja. Prost. Mein Lieber, cheers. Mm. Alter, ist das geil. 100%. Mm. Gut, saftig noch. Schönes Raucharoma. Ich wollte gerade sagen. Mm. Geil. Von Dill und den anderen Gewürzen schmeckt man sehr wenig bis gar nicht. Muss in der Bauchregion probieren. Ich habe das erwischt. Da schmeckst du Dill und Petersilie richtig gut raus. Die Salznote ist für uns beide perfekt. Mhm. Wir verlinken euch einfach mal ein Rezept unten in der Infobox mit einer ja, Salzangabe. Ich würde sagen, da müsst ihr euch einfach ranspielen, was euch gefällt. Aber das ist so eine richtig schöne Salzigkeit, ein kühles Blondes dazu und ja, Herz, was willst du mehr? Ne? Genau, schönes Raucharoma, schön leckeren Fisch. Auf die Schnelle gemacht, eigentlich nur so ein bisschen Feuer gemacht und
eine Stunde im Rauch. Ne? Der Schrank hat funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Das hat tatsächlich gut funktioniert. Also, ja, ich würde sagen, das war eine runde Sache. Wir lassen uns das jetzt schmecken und Leute, falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr noch nicht Abonnenten unseres Kanals seid, könnt ihr hier unten einfach kostenlos tun. Wir beide freuen uns. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.